Ahoi, liebe Zielgruppe zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Es ist das dritte und letzte Messe-Update zum Caravansalon Düsseldorf. Ihr habt noch ein paar Tage Zeit, hierher zu kommen, was ihr alles erleben solltet, welche Informationen wir sammeln konnten, was gibt es wann. Das gibt's nach dem Intro. Messe Düsseldorf meldet ein erfolgreiches erstes Wochenende. Über 75.000 Besucher konnt ihr die Messe Düsseldorf beim Caravansalon Düsseldorf diesmal begrüßen. Damit geht der Trend weiter. Caravaning ist und bleibt beliebt. Ganz kleines Problem gab es rund um das Thema Parken, denn das war ein so großer Andrang, dass es sehr zeitverzögert vorging, und deshalb empfiehlt definitiv Stefan Koschke, der Director hier, wenn möglich bitte mit den öffentlichen Nahverkehrsmitteln einkommen. Es ist ein Riesenchaos gewesen, das erwarten wir auch beim zweiten Wochenende, also wenn möglich nicht mit dem Auto, kommt mit der Bahn oder mit Bus rein, das ist viel, viel besser. Wir haben euch im letzten Messe-Update ja versprochen, wir schauen uns hier bei Fan-Caravaning an, wo Live, Work und Connect neu geschrieben werden soll. Und wir wurden gerade sehr ausführlich informiert. Ich war absolut, was ist das für ein Schwachsinn, braucht kein Mensch. Aber ich muss ehrlich sagen, ich wurde gerade eines Besseren belehrt, ja, was das hier kann. Dieses Wohnmobil, was wir jetzt hinter uns sehen. Der Wohnwagen. Entschuldigung, Wohnwagen. Genau, das ist ein Wohnwagen. Mhm. Ich bin so Wohnmobil-lastig. Ja. Dieser Wohnwagen, den ihr hinter uns seht, den hoffe ich nie, dass den mein Chef bekommt. Weil wenn der den Van bekommt, sehe ich meinen Chef nie wieder, weil dann ist er nur auf Campingplätzen und arbeitet von zu Hause. Aber wir werden euch den jetzt gleich mal zeigen, mal reinfilmen und ihr guckt euch das mal mit um. Denn das ist ein rollender Präsentationswagen. Das kann man schon sagen. Der andere, dort auf der Seite, weil wir schauen jetzt nicht überall rein, da gibt es auch viele YouTube-Videos schon dazu. Wenn ich es hinkriege, verlinke ich euch ein, zwei Videos zu diesem Konzept. Der ist für den Privatbereich, also Homework. Also das genau, dass du wirklich einen Schreibtisch hast und da richtig schön als Homeoffice mitarbeiten kannst. Genau, und der könnte demnächst vielleicht auch schon in Serie gehen. Ich glaube, Fendt macht hier was Gutes. Ich habe die große Hoffnung, dass wenn bei Fendt das super läuft, dass die Mutti, der Hobby, auch sagt, na, das kriegen wir doch bestimmt auch als Van hin, dann wäre es ideal. Und jetzt machen wir ein paar Eindrücke aus den Van und ja, dann sehen wir weiter, was als nächstes Thema hier bei dem Messe-Update kommt. Du musst das sehen. Wir sind die Brücke in eine innovative Zukunft. Ich denke mal, diese Dreckskarre, und das Betonung liegt auf Dreck, ich glaube, ist bekannt, ein gewisser Travel Camp in Leben, ein gewisser Kai ist ja damit unterwegs gewesen in Island. Und wenn ihr dieses Fahrzeug sehen wollt und original isländischen Dreck anschauen wollt, dann würde ich sagen, in Halle 15 mal mega mobil, da findet ihr es. Ich fasse es nicht an, ich glaube, danach könnte ich nie wieder meine Hände waschen. Also schaut es euch an. Wahrscheinlich, vielleicht geht er nochmal auf Reisen. Oder wenn ihn jemand haben will, inklusive Dreck, dann wie gesagt, könnt ihr den gerne kaufen. Beim Stand bei Mega Mobil. In Halle 13 am Stand B84 bei Biotoy empfehlen wir euch für die nächsten Messetage einfach von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr. Da ist nämlich der eine Herr, der hinten sich ein bisschen versteckt, und zwar der Kai von Travel Camping Living. Der wird euch bei Kaffee einfach mal die Vorzüge einer Biotoy erklären. Deshalb empfehlen wir euch, wenn ihr noch zur Messe kommen wollt, einfach hier in Halle 13 hinter uns, wie gesagt, Stand B84 bei Biotoy, Kaffeeklatsch mit Kai.
In Halle 4 findet ihr alles rund um Weinsberg, ob es der neue Excursion SUV ist, ob es der Vanlife, der Caralife ist oder halt wie immer der Weinsberg Pepper. Alles das findet ihr in Halle 4 und uns war natürlich interessant zu wissen, wie haben sie es denn hier mit dem Fender gemacht? Ihr wisst ja, da gibt es eine große Rückrufaktion und hier sieht man, so wie es hier ist, endlich die Befestigung ist nicht sichtbar. Es gibt also eine andere Lösung. Leider für die, die jetzt schon einen Weinsberg haben, gibt es eine nicht so schöne Lösung, weil dann sind ja hier die Pinöppel drauf. Das ist schade, aber bei den neuen Modellen, da hat Weinsberg auf jeden Fall es verbessert. In Halle 7 bei der Starterwelt, da gibt es auch die Blogger-Lounge und da lohnt es sich auf jeden Fall mal immer wieder vorbeizuschauen. Einmal in die Starterwelt, weil da gibt es tolle Vorträge rund für den Einstieg in die Wohnmobilbranche und vielleicht blickt ihr einfach mal rein, vielleicht findet ihr dort einen eurer Lieblingsblogger, Vlogger, YouTuber. Einfach mal nachschauen, hier in Halle 7 direkt bei der Starterwelt lohnt sich auf jeden Fall immer mal wieder vorbeizuschauen. Ich sitze jetzt in einem Malibu-Van und wir haben nämlich noch ein ganz anderes Dachfenster, als was hier verbaut ist. Remy hat nämlich das Problem, dass die Bauform kaputt gegangen ist. Das heißt, sie können die Dachdeckel nicht mehr herstellen. Und wenn euch dieses Fenster kaputt geht, wird euch ein Dometic-Dachkurbelfenster eingebaut. Jetzt fragt mich bitte nicht, welches Modell, das weiß ich gerade nicht. Aber es ist von Dometic auf jeden Fall und die Kurbel sitzt jetzt auf dieser Seite. Das heißt, es ist eine Umkonstruktion natürlich erfolgt. Und das müsst ihr an eurem Fahrzeug auch machen, denn falls ihr mal einen Schaden habt an diesem Dachfenster, dann muss es leider ausgetauscht werden in ein Dometic-Dachfenster. In Halle 17 bei Frankia erlebt ihr eine absolute Weltpremiere und zwar den Frankia Now auf Fiat-Basis. Mit einem absolut neuen Lichtkonzept wird er euch begeistern. Wenn ihr es nicht mehr schafft zum Caravan-Salon, dann würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, schaut mal bei Camper Tobi vorbei. Er hat ein wunderbares Video dazu gedreht. Und wie gesagt, wenn ihr ihn wirklich live sehen wollt, Halle 17 bei Frankia, da seht ihr ihn, den Frankia Now. Westfalia kommt hier mit dem James Cook Classic daher. Wir haben ein Van auf Mercedes-Basis und zwar im Van-Bereich. Und wir können hier halt mittlerweile dieses Bett erweitern. Ihn gibt es seit 2 Jahren und es ist jetzt natürlich soweit ausgereift, dass das alles soweit funktioniert. Und mit dieser Möglichkeit, das Ganze auszufahren, haben wir dann im Prinzip die Möglichkeit, auch das Bett zu erweitern. Denn das Bett, wie oft braucht man es? Es ist in der Nacht, aber tagsüber ist das dementsprechend gar nicht so notwendig. Und daher haben wir hier die Möglichkeit, in der Kompaktklasse doch das Fahrzeug nochmal schön zu erweitern. Lohnt es sich also auch, hier zu Westfalia zu kommen, sich den James Cook anzugucken und mal das Raumgefühl zu erleben. Den James Cook findet ihr hier mit verschiedenen Grundrissen und auch im Prinzip ja in verschiedenen Fahrzeugen. Und Westfalia findet ihr in Halle 15. Jetzt sind wir hier auf dem Freigelände zwischen Halle 14 und Halle, jetzt muss ich luschern, ich erkenne es leider nicht, und Halle 12. Da findet ihr den Bereich Selbstausbau. Das heißt, wenn ihr euer Van selbst ausbauen wollt, dann seid ihr da genau richtig, weil idealerweise natürlich in Halle 14 und in Halle 13, also die ganzen Zubehörleute, die ihr auf jeden Fall braucht dafür, um entsprechend euer Fahrzeug selbst auszubauen. Dann habt ihr auch noch im Bereich von Tiny-Häusern etc. Zelte. Auch hier gibt es was, einen großen Fahrradstand etc. Das findet ihr alle hier in der Außenfläche. Und natürlich viel Futter. Das ist alles roundabout um Halle 5. Also und Halle 6, da findet ihr das Futter. Wir sind hier in Halle 3 bei Travel on Nature, bei der Hauptbühne. Ja, unseren Beitrag habt ihr leider verpasst, aber wir können euch versprechen, in dieser Woche kommt noch richtig tolle Beiträge. Wir blenden euch das gerade mal ein, was euch so erwartet. Deshalb, wenn ihr hier in der Halle seid, wenn ihr zum Caravan-Salon Düsseldorf kommt, dann in Halle 3 auf die große Bühne, da bekommt ihr richtig tolle Beiträge. Viele Elektrofahrzeuge werdet ihr auch dieses Jahr auf der Messe vergeblich suchen. Es gibt einen Prototypen auf Ford Transit Basis, der steht hinter uns, von der Firma Föhringer. Das ist ein Konzeptfahrzeug hier in Halle 13. Schaut es euch mal an. Sonst, wie gesagt, gibt es so gut wie nichts auf dem Markt. Also Elektrofahrzeuge im Campingbereich ist und bleibt einfach eine Seltenheit.
In Halle 1 findet ihr ebenfalls eine Weltpremiere, und zwar den Knaus Jaseo. Der ist für die E-Mobilität geeignet, hat ein besonderes Raumkonzept. Da empfehlen wir euch auf jeden Fall die Roomtour von Olivers Reisen. Der hat das nämlich eben gerade hier gefilmt, deshalb brauchen wir da nicht näher drauf eingehen. Was wir sehr kritisch sehen: er hat die Möglichkeit, dank E-Power wird der Jaseo von deinem Zugfahrzeug mit der Vehicle-to-Load-Technik geladen. Wir wissen, dass unsere E-Autos kaum Reichweite haben. Und wenn da hinten noch etwas geladen werden soll, das möchten wir stark bezweifeln. Ich glaube, da ist die Technologie noch nicht so weit. Eine gute Idee auf jeden Fall, aber die Technik ist noch viel zu gering. Deshalb sind wir gespannt, ob das was wird. Wir sind gespannt, wenn ihr die ganze Roomtour sehen wollt, dann, wie gesagt, Olivers Reisen, da bekommt ihr alles in einem Video. Wir sind zurück in der Blogger-Lounge und sagen, ja, es gibt viel zu erleben beim Caravan-Salon in Düsseldorf. Wir empfehlen euch wirklich, geht zur Travel on Nature und zur Halle 3. Da gibt es tolle Vorträge, auch in der Starterwelt Halle 7. Und viele Aussteller, viele Informationen könnt ihr sammeln. Und ich denke mal, da ist für jeden etwas mit dabei. Ihr habt jetzt noch 5 Tage Zeit, den Caravan-Salon zu besuchen. Und wie gesagt, wir empfehlen euch nochmals, fahrt bitte am Wochenende eher mit den Öffis statt mit dem Auto. Sonst könnte es wieder ein paar Probleme geben. Das muss nicht sein, denn ihr sollt ein wunderbares Messeerlebnis erleben. Dann würde ich sagen, bleibt uns gewogen, bleibt gesund, und dann sehen wir uns schon bald wieder bei einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.